Nein, also wenn es mir sagen was, dann bleibt ja das dann nicht mehr die Gesamtkosten und alle sind die Mengen eh schon lange nicht. Und jetzt endlich haben sie einen Grund praktisch, dass das ist ein Kindergarten, das ist ein Kasperltheater. Ich muss wirklich sagen, es gibt wirklich einen alten Spiegel. Ich muss es sagen, weil ich bin schon knapp 17 und ich war einfach, was in Deutschland politisch, vor allem in Bayern politisch, alles gegangen ist, verstehst du, was keiner wollte, was einfach irgendwie gemacht hat, weil es ja Denkmal setzt. Egal was immer, irgendwelche Namen, irgendwelche Flughäfen, irgendwelche Autobahnen, egal was immer, verstehst du, es traut sich von uns, darf sich keiner von uns trauen, so arrogant zu sein und sich zu ihm anzumaßen, dass er, weiß ich nicht, verstehst, über ein ganzes Dorf bestimmt, über ein ganzes Land, über einen ganzen Landkreis. Ja. Ich weiß, dass die eine schwere Arbeit haben, aber das Problem ist halt, dass ich finde, dass die nicht arbeiten. Also, weißt du, wie man das Politiker. Der hat den gern Depp gegeben. Der hat gern Deppen als Außenminister. Oder vielleicht Flurde als Außenminister und einen Deppen als Gesundheitsminister. Wir hatten schon gern einen Rimpfig als Landwirtschaftsminister. Ich mag es ja gar nicht sagen, weil das Problem ist wirklich, dass im Laufe der letzten 40, 50, 60 Jahre ständig andere Namen für dieselben Parten eingestellt worden. Es sind immer andere, die haben ein bisschen anders ausschaut, da waren immer Väter, der andere Bühne, der andere weiße Zehen gehabt, der nächste braune Zehen, der dritte hat zugegeben. Das ist immer so ein bisschen, damit sie sich an gewöhnst, weißt du, damit sie sich auch nicht so gewöhnst, nein, das nächste Mal wird wieder so, bis zu der Arbeit, das ist, ich meine, das hat man doch gewusst. Der hat doch noch nicht einmal was sagen müssen, dann haben wir schon gewusst. Das ist immer der, der in der Schule ist, der ganz ganz ist, das ist in der ersten Reihe. Damit ihn der Lehrer unter Kontrolle hat. Ein Kinderbuchautor, haben sie gesagt, dieser, eigentlich. Eigentlich ist er Kind. Und da hat er irgendwie so einen Vers geschrieben. Was? Eine Frage hat er gestellt. Was? Wohin fliegt der schwule Geier am Abend? Da, genau, in seinen Horst. Ich hab gesagt, das ist der Mann der Seehofer, weil der hat Horst gehasst. Ich habe sonst keinen Horst gehabt, ich habe sonst keinen Horst gehabt. Also ich habe nur einen Seehofer Horst. Und dann habe ich gesagt, Horst, der wirklich Horst? Ja, der Horst Horst, habe ich gesagt. Horst, der was Horst? Ja, Horst Horst dann. Nein, hast du da schon was? Und da war ich schon überrascht, ich muss wirklich sagen, da habe ich gesagt, nein, also im Grunde ist es wirklich so, egal was immer man sich wünscht und egal was immer man denkt, natürlich wählt man irgendwo seine eigenen Belange und dass du weiterkommst, aber ich meine, ich muss halt ganz einfach wirklich. Ich muss einfach sagen, verstehst du, ich sehe, wie die wohnen, ich sehe, wie die in der Weltgeschichte, ich sehe, was die Geld ausgeben für nichts. Und ich habe gehört, dass die Frau Baerbock, oder wie die heißt, verstehst du, 600.000 Euro im Jahr für einen Friseur ausgibt. Also ich meine, verstehst du, für dieses Gesicht sind 40 Euro im Jahr. Also dann lernst du den Trainer sehen, dann ziehst du dir den so ein Wursthaus an, wo der Arsch betont ist, damit rauskommt, sie hat schon Kinder geboren und sie ist schon Hausfrau gewesen irgendwann einmal und dann setzt er sie in Nigeria ein, damit die auf Damenklos und Herrenklos praktisch getrennt. In irgendeinem Sechs-Kibbutz-Dorf hat sie praktisch die Klos eingeweiht für Damen, für weiblich, männlich, divers, weil ja die Neger in Afrika, die wissen ja auch manche nicht, was sind. Das ist ganz normal. Das dürfen sie auch, verstehst du? Das ist das Problem, war. Aber ich kann es einfach nicht sagen, der Habeck, das ist praktisch im Grunde genommen, ich habe früher immer gemeint, praktisch der Ursumpf, praktisch von dem die ganzen Idioten aufgestanden, der heißt Franz Josef Strauß. Und den haben sie dann Labor praktisch, haben sie eingefahren. Und immer wenn sie einen richtigen Ausschussminister brauchen, dann schneiden sie immer Stück raus und dann kriegt sie so 600 mehr Flüssigkeit, die so 1,80 Meter groß hat, 40 Kilo Gewicht, raucht Zigaretten praktisch Kette und sauft.
Das ist dann sozusagen unser Vorzeichen. Ich sehe, ich habe den Söder und dann denke ich mir, der Söder kennt, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch einen Söder kennt. Söder ist der bayerische Innenminister, weiß der. Ich glaube, Innenminister oder bayerische Landespräsident oder was nicht, Saubauernführer. Und der hat richtig gesehen, der gewiss ist, damit, da hat er sich nicht entscheiden können. Weißt du? Da hat er einfach gezeigt, was er ist und da hat er einfach gezeigt, dass er im Grunde genommen keinen Kreis hat. Er hätte einfach auf irgendeine Seite geschlagen müssen. Aber er hat immer irgendwie versucht, dass er eben so durchgeht. Und mir hat er immer erzählt, ich bin der Schlechte und die anderen sind alle die Guten. Und er hat man nicht gemerkt, das nicht. Und das, der Söder ist, das, der Söder ist ein, wir nennen das ein Quotentyp. Das ist ein Quotentyp. Das ist wie es bei der SPG ziemlich Weiber gehabt haben, haben sie der Tessa Ganserer Netzstrümpfe für eine Perücke auf sich zieht, und gesagt, du bist jetzt praktisch nicht, jetzt ist die Frauenquote bei uns in der SPG erfüllt. Und so haben die CSU haben eine Blödenquote, weißt du schon. Und die sagen, einmal im ersten Mal in 4 Jahren blöden werden praktisch, verstehst du so, das ist so, weiß ich nicht, der blödeste von der Hufschule, der gehört eine Sonderbehandlung mit Rohrreiniger und. Und der wird dann bayerischer Innenminister und der macht dann seinen Anruf und sagt mir, was mir alles fehlt. Und der sagt, man kann doch einmal 14 Tage daheim bleiben. Und diese